Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, ich habe wieder meinen Ladebildschirm und das direkt am Anfang. Wir haben in der letzten Mission, beziehungsweise in den letzten sehr vielen Folgen, Morden Solos endlich auf unsere Seite geschlagen. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen. Weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminusgebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Boah, der hat aber auch eine komische Sprache und mit dem werden wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Ich entschuldige mich für den Ton, ich weiß eben gerade nicht, was los ist. Ich muss es aber so aufnehmen, weil diese Cutscene, die kriegen wir nicht nochmal. Entschuldigt das dafür. Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Juhu, wir haben endlich den Professor an Bord. Wir haben jede Menge Forschung freigeschaltet. Und... ja, wir dürfen endlich ins Techlab. Ich bin das erste Mal hier, reden wir erstmal mit Mordin. Dem seine Art und Weise. Ich finde, es ist komisch, aber auch irgendwie gleichzeitig cool. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmacs dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Macs. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Wir wollen natürlich alle Hintergrundinformationen von Ihnen haben. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten.
Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute, den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Wow, okay, also der Ton scheint immer nur bei ihm so ein bisschen komisch zu sein. Ich weiß nicht warum. Ich werde dann nochmal mit den Einstellungen arbeiten. Trotzdem ist er ein komischer Kerl. Also er freut sich darüber, dass er an seine Grenzen gehen darf. Okay, das finde ich nicht schlecht, aber er freut sich darüber, dass er gegen Gangs und sowas angehen darf. Wirsch. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. War nett, mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, wo solltest du auch anders hin? Haha, du ersetzt unser Team. Forschungsterminal? Ja, erstmal Forschungsterminal. Ja, wir haben insgesamt schon 6 Upgrades gefunden. Wir können von der Maschinenpistole den Schaden erhöhen oder vom Sturmgewehr. Wir sehen rechts unten, wie viel Iridium erforderlich ist und wie viel wir auch haben. Für den technischen Schaden scheint es so zu sein, dass wir Element Zero brauchen. Und Prototypen brauchen wieder Iridium. Okay, was machen wir jetzt? Also Panzerungs-Upgrade, denke ich mal, ist klar, dass wir unseren Tech-Schaden erhöhen. Und zack. Haben wir schon das erste Upgrade. Und für das zweite Upgrade brauchen wir 2500 Platin. Das haben wir aber leider noch nicht. Damit könnten wir dann ein Medizingel mehr tragen. Ja, das bringt uns jetzt nicht direkt was. Munition für schwere Waffen. Ja, wir kaufen uns das Upgrade für schwere Waffen. So, und dann gucken wir mal, was wir hier noch so für Upgrades an sich haben. Okay, die scheinen aber schon freigeschaltet zu sein. Also wir haben hier Munition für schwere Waffen, die haben wir eben gerade gekauft und der technische Schaden ist erhöht. Die werden uns anscheinend direkt gut geschrieben. Ja, so, wir haben noch 3 Minuten circa. Wir haben hier jede Menge erledigt, haben wir einen Stufenaufstieg bekommen. Haben wir auch bekommen, wunderbar. Ja, das Verbrennen, das fand ich so toll, da packe ich doch direkt was rein. Ihr seht, unser Vorbild ist wieder mal gewachsen, unser Abtrünniger, ein bisschen durch unsere schlechte Leistung vor einigen Videos, wo wir halt immer was Schlechtes gemacht haben. Wir müssen noch eine Sache auf Omega erledigen. Und zwar haben wir ja noch von Aria einen Auftrag gekriegt, den möchte ich auch gerne noch erledigen. Erstmal schauen wir, ob wir mal private Nachrichten haben. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ist wohl so klar. Kümmern Sie sich um Garrus von Nala Butler, Commander Shepard. Mein Ehemann gehörte zu Garrus Team. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen Garrus erzählt hat. Ich kenne selbst keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass mein Mann in einer Falle dieser verräterischen Gangs gestorben ist. Und ich weiß, dass Garrus sich die Schuld daran gibt. Für ihn war jeder Schuss auf seine Einheit ein persönlicher Fehler. Als er mir vom Tod meines Mannes berichtet hat, war mir klar, dass er sich für den Schuldigen hält. Mein Mann hätte das nie gewollt. Er war stolz auf seine Arbeit in Garrus Einheit. Er nahm den Gangs Omega wieder ab. Er ist ehrenvoll im Kampf gefallen. Ich vermisse ihn und ich würde alles dafür geben, ihn zurückzuholen. Aber was auch geschehen ist, es war nicht Garrus schuld. Sie sind jetzt sein Commander. Sorgen Sie, falls möglich, dafür, dass er nicht länger selbst die Schuld gibt. Dafür, dass er sich nicht länger selbst die Schuld gibt. Und erzählen Sie ihm bitte nichts von dieser Nachricht. Danke. Nella Butler. Ja, die Ehefrau von einem der ehemaligen, also toten Crewmitglieder von Garrus. Und wir haben vom leitenden medizinischen Offizier Shakwas ebenfalls eine Nachricht. Commander, ich habe weitere Nachforschungen bezüglich Ihrer Gesichtsnarbe angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr.
Eine negative Einstellung und aggressive Handlungsweise lösen in ihren kybernetischen Implantaten Reaktionen aus, während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Wenn sie eine positive Haltung bewahren, werden ihre Gesichtsnarben von selbst verheilen. Andernfalls können wir durch einen chirurgischen Eingriff ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe die Pläne für die neue medizinische Ausrüstung in ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Wunderbar, jetzt wissen wir auch, warum wir manchmal oder warum wir immer noch Namen haben. Wir sind halt eben noch nicht gut genug. Aber wir werden noch besser und dann sehen wir wieder ganz wunderschön aus. Aber an dieser Stelle ist schon wieder Ende. In der nächsten Folge besuchen wir ein letztes Mal, denke ich mal, Omega und werden uns dann auf dem Weg zur neuen, unbekannten Welt begeben.